Ihr müsst euch im Abi auch auf das Thema Stadtgeografie vorbereiten? In unseren Videozusammenfassungen bekommt ihr einen fixen Überblick zu wichtigen Fachbegriffen und Entwicklungen. Auf geht's! Okay, hier ist mal eine Stadt. Als erstes ist wichtig, was so eine Stadt eigentlich für einen Einfluss auf das Umland hat. Zum Beispiel auf ländliche Gebiete drumherum. Im Laufe der Zeit ist es oft so, dass voll viele Menschen vom Land in die Städte ziehen. Das heißt dann Landflucht. Meist erhoffen sich die Menschen in der Stadt eine bessere Arbeit zu finden. Auf dem Land leben dann immer weniger Menschen und in den Städten immer mehr. Der Vorgang, dass mehr Leute in die Städte ziehen und die Städte dann immer größer werden, heißt übrigens Urbanisierung. Okay, durch Landflucht kommt es also zur Urbanisierung. In vielen Ländern ist eine Stadt dann viel beliebter als alle anderen. So eine Stadt heißt dann Metropole. Grob könnt ihr sagen, dass eine Metropole mindestens 5 Millionen Einwohner hat. Der Prozess, bei dem eine Stadt wächst und an Bedeutung gewinnt, heißt dann Metropolisierung. Eng verwandt mit dem Begriff Metropole ist die Primatstadt. Eine Primatstadt ist eine Stadt, die einen viel größeren Einfluss hat als die nächstgrößere Stadt. Sie hat eine Vorrangstellung, auf Englisch Primacy. Einmal gibt es eine demografische Primacy, also eine Vorrangstellung durch die Bevölkerungszahl. Die sagt aus, wie viel mal mehr Einwohner die Primatstadt im Vergleich zur zweitgrößten Stadt hat. Hat die größte Stadt 10 Millionen Einwohner und die zweitgrößte 5 Millionen, dann ist die demografische Primacy 2. Eben 10 Millionen geteilt durch 5 Millionen gleich 2. Daneben gibt es noch eine sogenannte funktionale Primacy. Das ist eine Vorrangstellung im politisch-administrativen Bereich, der Wirtschaft oder im kulturellen Bereich. Wenn in einer Stadt zum Beispiel das Staatsparlament steht oder nur dort große Firmen angesiedelt sind, dann hat die Stadt eine starke funktionale Primacy. Durch die Metropolisierung entstehen also Vorrangstellungen der Metropole bzw. Primatstadt. Aber die Urbanisierung bzw. Metropolisierung sorgt auch für eine Reihe von Problemen. Weil so viele Menschen dazukommen, entstehen Elendsviertel. Einmal die Slums nahe der Innenstadt und einmal die Marginalsiedlungen. Das sind riesige Wohnlandschaften am Rande der Stadt. Marginalsiedlungen entstehen, weil in der Nähe der Innenstadt kein Platz mehr ist. Die Prozesse dazu heißen dann Slumbildung und Marginalisierung. Die Marginalisierung sorgt auch dafür, dass die Stadt immer größer wird. Das Auseinanderquellen der Stadt heißt dann Urban Sprawl. In den Slums und in den Marginalsiedlungen bildet sich dann oft ein sogenannter informeller Sektor. Das heißt, die Leute machen Arbeiten, von denen die Regierung nichts weiß. Sowas wie betteln, Schuhe putzen, Elektroschrott reparieren oder Leute überfallen. Alter, Jan, bist du das? Im informellen Sektor finden also oft illegale Tätigkeiten statt. Und der Staat bekommt keine Steuern für die Arbeiten. Führt also auch zu Problemen. Gerade haben wir geklärt, dass die Stadt durch die Marginalisierung immer größer wird, Stichwort Urban Sprawl. Bei der Marginalisierung ziehen ja sozial schwache Gruppen an den Stadtrand. Neben der Marginalisierung gibt es aber auch noch die Suburbanisierung. Dabei ziehen wohlhabende Leute in Vorstädte, weil sie weg von dem Stadttrubel wollen. Die Marginalisierung findet ihr eher in Entwicklungsländern, die Suburbanisierung eher in Industrieländern. Dadurch entstehen dann hier auf der linken Seite Marginalsiedlungen und auf der rechten Seite Suburbs oder Gartenstädte. Durch Suburbs gibt es mehr Pendler und viel Stau. Passt am besten auf, dass ihr die Begriffe Marginalisierung und Suburbanisierung nicht verwechselt. Und merkt euch, beides führt zu Urban Sprawl. Okay, jetzt haben wir uns die Metropolisierung und deren Folgen angeschaut. Jetzt gibt es aber noch die Gegenentwicklung, die Shrinking Cities. Das sind Städte, wo die Einwohnerzahlen schrumpfen. Das Städteschrumpfen liegt meist daran, dass dort der wichtigste Wirtschaftsbereich den Bach runtergeht. Deswegen ziehen die Leute dann weg. Ein Klassiker dafür ist Detroit. Seitdem da die Autoindustrie nicht mehr läuft, ist da ganz schön tote Hose. Wenn so ein Wirtschaftszweig zusammenbricht, dann sorgt das für ganz große Industriebrachen, also Industriegrundstücke, die nicht mehr genutzt werden. Wenn dann auch noch die Leute wegziehen, dann stehen zusätzlich auch Wohngebäude und Geschäfte leer. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser schließen, weil sie nicht mehr ausgelastet sind. Das führt dann dazu, dass die Stadt noch unattraktiver wird. So wie Zähne, die immer gelber werden. Das sorgt dann dafür, dass weitere Firmen und Menschen aus der Stadt ziehen. So entsteht dann ein Teufelskreis. Die Herausforderung von Stadtplanern und der Regierung ist, diesen Teufelskreis zu unterbinden. Soll heißen, die Brachflächen müssen umgenutzt werden, damit die Stadt nicht mehr so wirkt wie eine hässliche Ruinenlandschaft. Außerdem kann die Stadt versuchen, sich wieder für Bewohner und Unternehmen interessant zu machen. So, jetzt haben wir uns angeguckt, was passiert, wenn Städte wachsen oder schrumpfen. Was ihr für die Abi-Klausur noch können müsst, ist, Städte in verschiedene Bereiche oder Stadtviertel zu untergliedern. Da gibt es grob drei Möglichkeiten.
Eine Möglichkeit der Stadtaufteilung ist die historisch-genetische Gliederung. Da könnt ihr Bereiche der Stadt danach unterteilen, wann sie gebaut wurden und welchen Baustil sie haben. Ein Bereich ist zum Beispiel die mittelalterliche Altstadt rund um die Kirche in vielen alten europäischen Städten. Dann könnt ihr eine Stadt auch funktional gliedern. Und zwar nach den sogenannten Daseinsgrundfunktionen. Die Funktionen sind Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung. In einer Klausur kann es dann zum Beispiel sein, dass ihr eine Karte bekommt, wo eine Shoppingmeile im Norden ist und viele Bürogebäude im Süden. Ihr sollt die Stadt dann funktional gliedern. Dann könnt ihr den Norden mit der Shoppingmeile der Daseinsgrundfunktion Erholen zuordnen und das Viertel mit den Bürogebäuden der Funktion Arbeiten. Die dritte Art der Gliederung heißt soziokulturelle Gliederung. Ihr könnt Viertel zum Beispiel nach Einkommen ordnen. In einem Stadtviertel leben Wohlhabende, in einem anderen nicht so reiche Leute. Oder ihr ordnet nach ethnischen Gruppen, also quasi Nationalitäten. Oder anderen Gruppen wie Familien oder Studenten. Wichtig dabei ist der Begriff soziale Segregation. Das heißt eine räumliche Trennung von Menschengruppen je nach sozialer Zugehörigkeit. Ganz grob, wenn zum Beispiel in einem Viertel nur Reiche wohnen und in einem anderen nur gering verdienende Leute, dann habt ihr eine starke soziale Segregation. Eine soziale Segregation ist erstmal schlecht. Die sorgt dafür, dass sich eine Gesellschaft auseinanderspaltet. Die einzelnen Gruppen schotten sich voneinander ab. Okay, hier sind die Begriffe und Prozesse nochmal aufgelistet, die ihr drauf haben solltet. Drückt einfach mal Stopp und schaut, ob ihr die Sachen erklären könnt. Danach kann es dann mit dem zweiten Teil der Zusammenfassung zur Stadtgeografie weitergehen. Hi, was geht ab? Hier ist Alex von Simple Club. Wenn du bald dein Abi schreibst, dann musst du unbedingt unsere fertigen Abi-Lernpläne in der App abchecken. Dort haben wir dir für jedes einzelne Fach fertige Lernpläne erstellt und wir trainieren dich mit Aufgaben auf Abiturniveau. Am Ende sagen wir dir sogar, wie gut du vorbereitet bist, sodass du sicher ins Abi gehen kannst. Also klick jetzt hier auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.